Also so eine gewisse Unsicherheit hat man auf jeden Fall, die man in Kauf nehmen muss. Dafür hat man die maximale Freiheit. Hey, ich bin die Ria. Ich bin freischaffende Künstlerin. Das ist mein rollendes Atelier, ein LT50 von 1991. Gleiches Baujahr wie ich. Und ich arbeite und lebe in diesem Feuerwehrauto. Also das schöne Stück hier habe ich tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen gefunden und habe das einer ganz netten Familie abgekauft, die auch selber eine ganz große Feuerwehr ausgebaut hat und damit jetzt auch auf Weltreise geht. Ja, und also hier ist meine Arbeitsfläche, meine Küche. Ja, unten drunter habe ich nochmal Stauraum, mein Wasser mit 12 Liter Abwasser und Frischwasser. Ich gehe mal rein. Hier ist meine Liegefläche. Da habe ich Platz 80 cm. Kann ich aber auch erweitern, indem ich das blaue Brett hier genau so mache. Genau, und dann habe ich 1,20er Liegefläche. Hier habe ich Stauraum, unterm Bett habe ich Stauraum, also die lassen sich aufklappen. Jetzt mal zeigen. Ist nicht aufgeräumt, deshalb lieber nicht. Den Tisch kann man auch noch hochklappen. Ich lasse jetzt einfach nur einen. Genau, den kann ich noch aufklappen, dann habe ich noch mal mehr Platz. Kann man auch ein Dinner für zwei gestalten. Ja, Wassertank, 12 Liter frisch, 12 Liter Abwasser. Ja, das war's eigentlich schon. Momentan ist das mein kleiner Strom, Strom-Powerbank. Die Solaranlage kommt erst noch im Winter jetzt. Ich bin eigentlich Ergotherapeutin, also habe die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht, habe 6 Jahre mit beeinträchtigten Kindern gearbeitet und dachte irgendwann, also es hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich dachte irgendwann so, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und habe nochmal angefangen, Innenarchitektur zu studieren und bin vor einem guten Jahr fertig geworden damit. Und dann dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt ins Büro und lasse mich wieder anstellen? Oder wage ich den Sprung in die Selbstständigkeit? Und da ich immer schon gemalt habe und gemerkt habe, dass das funktioniert und die Nachfrage da ist, habe ich mir überlegt, ich mache mich jetzt einfach selbstständig damit. Probiere das aus und einen Weg zurück gibt es immer. Und wenn ich jetzt wandern, die Arbeit macht mir so viel Spaß, wirklich. Also ich liebe das einfach alles, alles drumherum, das Malen, das Fotografieren, die Homepage gestalten, das Marketing, der Kontakt zu den Leuten. Ja, so hat sich das irgendwie gefügt und jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich noch lange, lange, lange das so weitermachen kann. Ich habe ja Innenarchitektur studiert, deshalb bin ich da so ein bisschen mit den Farben in meiner Welt und da ich Blau ziemlich, ziemlich gerne mag, ist das ja hier vom Farbkonzept ziemlich blau geworden, wie man sieht. Von den Materialien her habe ich Leichtbauholz verwendet, damit natürlich die Gesamtmasse nicht zu schwer wird. Und ansonsten, die Decke ist isoliert, der Boden auch. Ja, aber es kommt natürlich dadurch, dass ich die Rollläden nicht isoliert habe, ist es natürlich doch ziemlich frisch und windig und man merkt auf jeden Fall die Außentemperaturen. Ja, auf die magnetischen Pflanzen bin ich ziemlich stolz, weil das nämlich cool ist. Die kann ich dann nämlich, wenn ich irgendwo ein bisschen länger stehe, kann ich die nämlich auch einfach als meine Terrasse benutzen und so meinen eigenen Garten gestalten.
Ja, also die liebe ich. Warum Vollzeit im Auto leben? Weil ich es einfach schön finde, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nicht so viele Sachen im Gepäck dabei zu haben, sondern einfach nur einen kleinen Raum und man beschränkt sich auf das Allerwichtigste und hat nicht so viele Sachen im Keller rumstehen. Und zum anderen natürlich mein Sprung in die Selbstständigkeit. Ich musste ein Auto finden, wo meine großen Bilder reinpassen. Ja, und habe mich dann auch ein bisschen verliebt in die Optik des Autos. Also ich mag alte Autos, die eine Geschichte haben. Und genau, jetzt bekommt sie eine andere Geschichte obendrauf und geht auf Reise mit mir und ermöglicht mir das Arbeiten und Leben von unterwegs und frei zu sein und dahin zu fahren, wo ich möchte. So, ich kann alle Rollläden aufmachen, was ziemlich toll ist. Weil im Sommer man dann einfach ein richtig ja, Open-Air-Flair hat und richtig Durchzug entsteht und man da kein Hitzestau drin bekommt im Auto. Wenn alle Rollläden auf sind, dann hat man natürlich auch einen tollen Panoramablick. Also man kann überall hingucken und steht sozusagen in der Natur oder im Hafen. Genau, das ist meine Seite, wo ich auch male. Das sieht man auch hier, dass ich da habe. Genau, wie gesagt, hier stehen meine Leinwände, Rahmen und so weiter. Und hier sind meine ganzen Malsachen drin. Also Farben, Pinsel, Rollen, meine Bretter, wo ich die Farbe drauf machen kann. Natürlich erstmal eine riesen Herausforderung gewesen, weil Hamburg ist eine große Stadt, es ist laut, es gibt nicht so viel grüne Flächen, die anwohnerfrei sind und es gibt nicht so viele Stellplätze auf Park4Night. Deshalb war das erstmal eine riesen Herausforderung, aber dadurch, dass ich mit meiner Kunst an eine Großstadt gebunden bin und habe ich es probiert und irgendwann findet man die Plätze auch in der Großstadt und ja, home is where you park it. Also wenn man irgendwo, ich stehe auch manchmal in der Straße, die jetzt keine schöne Aussicht hat, oder dann mache ich morgens den Rollladen auf und da steht die Müllabfuhr. Aber ja, das ist dann auch manchmal ganz witzig. Dann gibt man dem Müllabfuhrmann einen Kaffee aus oder auch nicht. ja, das ist Hamburg zurzeit. Und natürlich ist das Meer nicht weit hier entfernt, so dass man, auch wenn es einmal zu laut wird und zu stressig, dass man dann auch mal in einer Stunde oder eineinhalb mit dem Auto vielleicht in einer Stunde 40 genau am Meer stehen kann und da auch wieder runterkommt und Energie tankt und Meeresluft und dann fährt man wieder zurück in den Smog. Das ist die Führerkabine. Hier habe ich noch mal richtig viel Stauraum. Das lässt sich aufklappen und auch umklappen zur Liegefläche. Hier habe ich den ersten Monat drin geschlafen, weil noch nicht ausgebaut war hinten. War aber auch wirklich gemütlich hier vorne. Ist auch dann natürlich die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Ansonsten kann ich einen Mitfahrer mitnehmen und eine Standheizung. Habe ich noch nicht jetzt für den Winter, denn die kommt noch. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen.
Kehrseite von dem Vanlife ist natürlich, dass die ganzen Alltagssachen, wie komme ich ans Wasser, wo koche ich, wo schlafe ich, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen oder auch mein Kram irgendwie so zu sortieren, dass es nicht chaotisch ist. Dass man dann viel am Räumen und Umstrukturieren und das nimmt viel Zeit in Anspruch, was zu Hause natürlich, wenn man eine Wohnung hat, wegfällt. Wobei der Haushalt dazu kommt, aber sowas wie eine Spülmaschine hat man eben nicht. Und genau, dann spült man mit der Hand ab. Und genau, das ist so das, wo ich denke, okay, da geht ein bisschen Zeit drauf. Und natürlich, ja, diese Stellplatzsuche, ne? Also immer die Orte abfahren, ist es da cool oder nicht? Oder nee, dann fahre ich doch nochmal weiter und Spritverbrauch und ist es da sicher oder kommt dann irgendwann die Polizei oder irgendjemand anders, der dich dann verscheucht? Also so eine gewisse Unsicherheit hat man auf jeden Fall, die man in Kauf nehmen muss. Dafür hat man die maximale Freiheit. Da oben hier in den drei Kisten befinden sich meine alltäglichen Klamotten. Also das ist praktisch mein Kleiderschrank. Ja, mehr habe ich nicht, außer hier natürlich meine Malersachen. Hier unten drunter, das ist natürlich auch nochmal großer Stauraum, da sind, ja, da ist meine Bettwäsche und Winterjacken, die halt eben voluminös viel Platz wegnehmen. Ja, aber ansonsten komme ich mit den drei Fächern recht gut zurecht. Ich will nicht irgendwann an den Punkt kommen, oh, hätte ich das mal ausprobiert, wie wäre das denn wohl gewesen und hätte das funktioniert, sondern das will ich mir nicht sagen müssen, sondern ich will es ausprobieren und wenn es funktioniert, dann umso besser und wenn es nicht funktioniert, dann hat man es wenigstens ausprobiert und dann, ja, dann weiß man es wenigstens und ja, das finde ich ganz wichtig, dass man also wirklich aus der Komfortzone mal rausgeht und wenn man was wirklich will und sich das wünscht, dann ja, hoffe ich, dass viele Menschen auch den Weg finden für sich und mutig sind und mal was wagen, weil man hat nur ein Leben. Mein Traum ist es eigentlich, von meiner Kunst leben zu können, noch viele, viele Jahre lang. Und mein Traum ist es auch, dass immer so in Einklang zu bringen mit, ich habe Zeit für meine Familie und für meine Freunde und das ist mein Wunsch und mein Traum im Leben, ja. Und natürlich die Träume oder die Begegnungen, die Erlebnisse, die man hat, auch teilen zu können mit Menschen, die einem nahestehen und die man gern bei sich hat und um sich hat und ja, dass man das Glück irgendwie so ein bisschen teilen kann. Es kann so viel passieren im Leben. Du hast das Leben nicht immer im Griff und irgendwann ist es zu spät. Ja? Also man wird nicht jünger und wann ist der richtige Zeitpunkt? Also einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Und wenn man das immer nach hinten verschiebt und erst noch das und irgendwann ist es zu spät und irgendwann macht man das vielleicht auch nicht mehr. Deshalb, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ja, lieber früher als später.